Mit einem breiten Pinsel befeuchte ich das ganze Papier richtig gut und dann beginne ich auch schon mit dem Farbauftrag. Diesmal Punkte und wie ihr sehen werdet, noch viele andere Farben, also außer Türkis. Jetzt kippe ich das ganze Papier, also den ganzen Skizzen, das ganze Skizzenbuch, und so läuft die Farbe noch etwas besser ineinander. Gebe von oben noch etwas Grün mit drauf. Ja, und dann kann es auch schon losgehen mit dem Ausarbeiten. Also die Farbe ist aber sehr, sehr gut getrocknet. Beachtet das. Und jetzt male ich mit dem schwarzen Feinliner mir erst einmal so ein paar Abgrenzungen rein. Und dann beginne ich mit den ersten Mustern. Entscheidet ganz spontan und aus dem Bauch heraus, wo welches Muster hinkommen soll. Nur so bleibt einfach das Ganze, ja, spontane erhalten. Ja, jetzt beginne ich mit den Gelstiften, diesmal in Grün, dann in Blautönen. Ihr werdet sehen, und wenn ihr ein Bild macht, dann versucht immer so ein bisschen Ton in Ton zu bleiben. Thank you.
Versucht euch beim Malen zu entspannen und setzt euch nicht unter Druck. Wie ich schon oft gesagt habe, jeder Strich, jeder Punkt ist genau da richtig, wo ihr ihn hinsetzt. Und hier noch ein paar Preise für euch. Über ein Abo, einen netten Kommentar von euch oder einen Daumen hoch würde ich mich ganz sehr freuen. Und nun viel Spaß beim Ansehen!